Am 14.01.1984 zog das Schifffahrtmuseum in den Schlossturm ein, beziehungsweise das war der Eröffnungstag mit einem großen Fest. Zum Auftakt unseres Jubiläumsjahres gibt es diese Dokumentation, wie der Schlossturm und das Schifffahrtmuseum zusammenfanden. Da muss man natürlich erstmal erklären, dass der Schlossturm um einiges älter ist als die Sammlung, schlappe 400 Jahre. Das Schifffahrtmuseum wiederum wurde aus der Hafenwirtschaft gegründet. Damals hatte der Hafendirektor Etterich eine Werbeidee, um die Wirtschaft nach oben zu bringen. Er wollte den Kunden, die nach Düsseldorf kamen, einfach zeigen, welche große Tradition Düsseldorf am Rhein auch als Hafenstadt hat und wie genial die Stadt dafür gelegen ist. So entstand die Sammlung. Das Schifffahrtmuseum, das ja mit dem Zweiten Weltkrieg magaziniert war, hatte kein Haus mehr. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg nicht ganz einfach, weil viele Museen natürlich Raumsorgen hatten. Aber es gab den Schlossturm, für den man eben auch eine Lösung suchte und wo festgestellt wurde, dass es sich eigentlich nur für eine museale Nutzung eignet. So kamen beide erstmal planmäßig zusammen. Das Problem, was dann darin war, dass er einen grundlegenden Umbau benötigte. Und da fiel dem Rat der Landeshauptstadt eine wunderbare Lösung ein. Sie spendeten ihr Sitzungsgeld im November 1980 als Grundstock zur Aktion Schlossturm. Was dann passierte, hat sich bestimmt nicht einer vorstellen können. Innerhalb kürzester Zeit waren 500.000 Euro erreicht. Innerhalb von einigen Monaten die erste Million. Und 1984 sollten es 2,2 Millionen sein. Alle Düsseldorfer helfen jetzt, so titelten die Zeitungen. Und das war sicherlich ganz außergewöhnlich. Es bedurfte noch einiger Anstrengungen, dass es dann wirklich stattfand. Und dauerte bis zum 14.01.1984, an dem sich die Tore des Museums mit einem großen Fest auf dem Burgplatz öffneten.